Jo Leute, ich bin wieder da. Und ja, letzte Folge habe ich ja hier mehr Thermal Dinger hingebaut. War das letzte Folge? Ich meine, oder vorletzte, um die Boiler hier zu betreiben. Ich glaube, letzte Folge habe ich die hier gemacht, um mehr Zement herzustellen, um dann mehr Kohle zu kriegen, weil die Kohle leer war. Das Problem ist, die Dinger brauchen so verdammt viel Strom. Ich habe jetzt gerade mal ein Forschungslab abgestellt. Und bis ich das geregelt habe, möchte ich hier einfach mal eben was pausieren. Und hoffen, dass das so einigermaßen klappen wird. Es ist einfach so hochgegangen, der Stromverbrauch. Das ist unfassbar. Also, was braucht denn so ein Crusher? 30, also nix. Heftig. Warte mal, stopp. Wo willst du denn hin? Man will wahrscheinlich tanken mit dem Zeug. Ja. Wir haben hier oben noch nicht umgestellt auf diese neuen größeren Dinger. Und das müsste ich eigentlich machen. Ich brauche hier die Low Pressure Turbine 2. Nee. Ja doch, Low Pressure Turbine 2. Ich brauche hier High Pressure Turbines 2. Und ich habe hier oben ja. Warum zeigt er denn jetzt schon wieder Wasser nicht an? Was soll das denn jetzt schon wieder? Hallo, zeig mal bitte Grundwasser an. Okay. Ich habe ja hier die Möglichkeit, Grundwasser rauszuziehen, um hier auch noch einen Electric Boiler hinzustellen. Wir waren ja hier oben schon mal auf Grundwasserprobleme gestoßen. Wir sind jetzt wieder bei 100%. Aber ich habe ja auch noch jede Menge Platz, wo ich quasi hier zack, 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 zack die ganze Reihe voll machen kann. Von daher baue ich jetzt, glaube ich, einmal das Ding hier um und mache eine Kombi aus Animal Feed und Electric Boiler. Also zwei Electric Boiler und ein Animal Feed, aber ich glaube nicht, dass ich einen zweiten halten kann. Es geht sich so eigentlich so gerade auf. Hier kommt zwar noch einiges gerade hier an Essen, aber das wird auch relativ schnell verarbeitet und das Essen staut sich ja nicht bis hier hinten auf. Deswegen ja, muss ich hier gleich mit Wasser arbeiten. Und guck mal eben, wie ich das hier aufgebaut habe. Wichtig ist eigentlich nur, dass ich zwei High Pressure habe, dann zwei von den dicken und eine Low. Die brauchen genau, weil ich habe ja 6 kW, aber wenn ich das in zwei rein habe, dann kriege ich, glaube ich, die 6 kW nicht hin. Deswegen muss ich das, glaube ich, einmal alles nochmal kaputt machen. Und dann in einem Rutsch umstellen. Ich mache mal eben noch das Research Lab aus. Und auch noch mal kurz die Dinger, damit ich einfach ein bisschen weniger Verbrauch habe, während das in der Zwischenzeit immer hier, muss ja mal kurz anmachen, um irgendwie ja was zu was wollte ich sagen, um das abzubauen erstmal.
So, das heißt für mich erstmal das weg, das weg. Die müssen auch weg. Muss der eigentlich auch weg? Also eigentlich muss alles weg. Und der kann direkt geupgradet werden. Quick Deliver. Unity. Go. So. Zwei High Pressure und eine Low Pressure. Turbine 2. Warte mal. Wir haben hier den Eingang. Das heißt, der Boiler kommt hier rein. Dann ist das hier eigentlich unnötig. Komm schon. So. Die müssen jetzt eigentlich zusammen hier reingehen. Der braucht Steam. Und bei Steam müssen wir jetzt gleich noch einen Boiler hinsetzen. Dann haben wir zweimal den Power Generator und eins, machen wir wieder drei Flywheels. Ich glaube, ich habe wieder zu wenig rote Parts dafür, was ziemlich doof ist. So. Jetzt wollte ich einen Electric Boiler, wollte ich welche haben. Gerade, ich muss hier irgendwie noch ein. Ne, genau. Der Input ist egal. Die sollen alle genug Wasser kriegen. Wichtig ist, dass der Output geregelt ist. Und zwar müssen die hier Rio haben. Jawohl. Die müssen alle laufen. Ja genau, die müssen alle dauerhaft laufen, damit es überhaupt klappt, aber vielleicht brauche ich den Boiler trotzdem mal. Okay, und jetzt kriege ich hier 96 Steam depleted. Und ich habe jetzt mittlerweile den Large Cooling Tower. Der macht auch 96, macht er die 72. Würde der das auch machen? Nee, der macht nur 12, 48 und der macht 72. Okay, der ist ja besser. Cool. Dann kriege ich schon mehr Wasser wieder. Das kann ich vielleicht auch da hinten machen.
Okay, du kriegst. Lol. Steht zufällig schon genau auf dem Prio-Ding. So, dann macht der 72. Gebraucht wird 48. Bis 48, 96. Ja, dann muss das ja so schon ausreichen. Dann brauche ich ja gar keine neuen Pumpen oder habe ich jetzt irgendwie was vergessen? Scheiße, ich habe keine, dafür brauche ich auch rote. Und es müssen unbedingt Pipes hier gebaut werden. Habe ich die roten geboostet? Ja, habe ich. Komm schon, du musst. Der hat schon die roten bekommen. Nice, das kann ich schon bauen. Reintraden. Ist zu teuer und ich habe eh keine roten. Okay, krass, ich habe jetzt schon 15 Megawatt max. Es läuft ja schon ziemlich gut hier, obwohl der Boiler noch gar nicht da ist. Die kriegen eigentlich nicht genug Power. Müssen von den Mitarbeitern auf jeden Fall Bio-1 sein. Genauso wie diese Boiler hier. Da kann ich eh nichts einstellen. Hier machen wir mal Prio 4. Rote habe ich wieder. Preis ist so hoch. Okay, great. Nicht great. Lol, was habe ich denn gemacht? Ich habe noch nicht mal die Teile hier angeschlossen. Frag mich nur gerade, wie ich das machen soll, aber. Wie ist denn das dann gelaufen? Haben die hier per Hand was reingebracht? Jo, ziemlich geil. Der Cooling Tower gefällt mir, aber der hat 96. Was mache ich denn hier? Ich habe hier vier kleine. Die machen ja auch 96 und erzeugen auch nur 48 Wasser. Dann muss ich das hier gleich umbauen. Wenn ich euch entferne, kriege ich 29 wieder, also fast 120. Und der hier kostet nur 80, also easy. Der passt nur leider von der Größe hier nicht hin und muss
irgendwie anders gesetzt werden, es sei denn, ich reiß das Ding ab. Was ich glaube ich machen werde. Ja, geil. Er braucht wahrscheinlich sogar noch weniger Leute. Als die vier zusammen. Oder? Ja, da müssen zwei rein. Die haben acht gebraucht. Boah, krass. Das ist einfach so viel besser, das große Ding. Okay, cool. Dann habe ich jetzt genug Strom. Warte mal, habe ich jetzt hier nicht sogar zu viel Wasser im Kreislauf? Der macht ja 72. Ne, 72 reicht ja nicht aus. Aber der plus eine Pumpe. Vor allem die hier brauchen ja auch 48 Wasser für 48 Steam High. Und die machen auch 48 Wasser für 48 Steam High. Also ohne mit dem Unterschied, dass ich keine Kohle verbrenne und keine Exhaust erzeuge. Also die kann ich einfach instant austauschen. Vorausgesetzt, ich habe genug von den Maintenance-Dingern. Das ist gerade noch so ein bisschen das Problem, deswegen bleibe ich da noch mal kurz auf der Kohle. Ich habe ja noch ein bisschen Vorrat. Ich würde jetzt hier schon mal den und den wieder anstellen. Müsste ja passen vom Strom. Ja. So, ihr habt alle nichts zu tun. Aber Gold können wir auch nicht mehr so viel aufnehmen. Könnt ihr gerne mal den See füllen. Hier noch ein bisschen was wegnehmen. So, Labs habe ich alle ausgemacht. Mache ich mal wieder eins an. Oh, hier habe ich ja noch 116 drin. Das ist ja noch eine ganze, ganze Menge. Läuft es hier so mit dem Recycling eigentlich auch ganz gut. Hier ist noch nichts reingekommen. Was recycelt der denn noch? Ach, Gold. Aber damit müsste ich, glaube ich, irgendwelche Sachen bauen, die Gold benutzen. Okay, cool. Dann möchte ich noch einmal diese Wand hier
versuchen, einfach höher zu setzen, damit dann nicht die Warnings kommen, wenn das da drüber geht. Oder ist sie schon zu hoch? Aber zu hoch gibt es eigentlich nicht. Oder? Ah ne, warte, bevor ich die platziere, muss ich eigentlich nochmal gucken. Ja doch, das würde genau hier lang laufen, dann kann ich da nämlich das gleiche machen wie hier. Und dann das da auffüllen, würde ich sagen. Jo. Ach, die fangen schon an zu bauen. Ja, ich lasse die das mal machen. Okay. Wie ist denn sonst so die Lage? Ich glaube ganz gut. Mach das Glas hier voll. Stiel ist hier voll. Hier ist alles voll. Kohle bleibt trotzdem noch nicht über. Selbst hier ist nichts mehr drin. Was tut ihr hier eigentlich im Kohlebergwerk? Kann ich hier wohl noch mal einmal reingehen? Oder ist das zu gefährlich? Und die sind auch fast leer, also ich glaube, ich kann da noch ein oder zwei runtergehen und dann war es das. So, was macht die Wall? Wartet auf Concrete. Habe ich eigentlich noch genug? Ah, hier aber nicht. Ich glaube, die anderen Concrete sind schon in irgendwelchen Gebäuden, wo halt nur Import erlaubt ist, aber kein Export. Da müsste ich mal warten, bis was produziert wird. Ich kann hier wieder grüne Dinger reintraden. Wichtig. Kann ich die eigentlich irgendwo durch einen Contract beziehen? Microchips kriege ich von Gold. Unser Ölding 10%. Coal Mine. Die könnten wir auch mal reparieren. Falls wir nochmal irgendwie einen richtigen Kohleengpass haben, dann kann das große Schiff da Kohle holen. Ich habe 200, habe ich sogar irgendwo anders für. Gerade auf dem Schiff, dann bring das mal dahin. Ja, so. Reißt man das jetzt einfach ein? Oder wie macht man das? Ich glaube. Warte mal, hier sind wir auf 2. Kopieren wir das mal und nee. Ist doch falsch. So. So ist das auch, glaube ich, hier. Das läuft ja. Müsste passen. Entfernen. So, mal gucken, was jetzt der Center macht, wenn das da weg ist.
Rutscht er da jetzt schon direkt runter oder bleibt er einfach so, weil wir da überall festes Material genommen haben? Da kommt schon das Zeug direkt an. Die freuen sich jetzt, dass sie nicht mehr so weit fahren müssen. Oh, Scheiße, warum habe ich die denn so hoch gebaut? Das sieht doch kacke aus. Nein. Das ist das rote Ding da unten. Naja, immerhin keine Warning. Das können wir jetzt nicht mehr ändern. Pech gehabt. Coal mine was fully repaired. Not enough 45 workers needed. WTF. Was geht mit der Kohle, ey? Das war schon mal besser. Ja, die Warning kann ich wegklicken. Die auch. Und ihr habt wieder nichts zu tun. Okay, da ist aber irgendwie nicht so viel Gold reingekommen, wie ich gedacht hätte. Guck mal, hier sieht das goldig aus, aber der zeigt nichts an. Das ist auch wieder merkwürdig. Fuck, das ist... Ich muss gerade machen. Probier das mal, ob der Gold rauskommt. Und ansonsten hier nochmal. Und hier. Jo. Machen wir das Lab mal wieder an. Hey, da staut sich ein bisschen Kohle. Aber ne, hier ist noch nichts drin. Das ist auch kacke. Dann sorgen wir mal für mehr Zement. Den Strom haben wir ja. Das Schiff hat keine Orders. Ja, nehmen wir mal die Kohle mit. Fahr nach Hause und upgrade das Ding. Lol, was habt ihr denn alle vor? What the fuck? Was machen die? Hä? Wo fahren die alle hin? Hä? Fahren die irgendwie... Nee, da sind keine assigned. Dirt? Habt ihr da, seid ihr jetzt mit zwei Dirt da hinten gefahren oder was? Weil hier ein bisschen Dirt drin ist. Auch der, warum fährt er mit 14 Dirt weg? Bleibt doch einfach da stehen, bis ein neuer Bagger wieder Dirt hat. Schwachsinnig.
180 rote. Ah ne, 400 brauchen wir. Ui. Gebe ich hier noch Wasser rein eigentlich? Gebe zumindest Brine rein. Kann ich daraus eigentlich mittlerweile was Cooles machen? Salt und Chlorin. Solarpanels sind fertig, geforscht. Dann ja, bleiben mir noch zwei Sachen übrig. Maintenance 3. Eieiei. Es kommt aber ziemlich schnell nach Maintenance 2. Okay, ich denke, wir haben uns wieder stabilisiert. Ich bin nur noch nicht sicher, was mit der Kohle geht. Aber der wird da jetzt schon sein Zeug einladen. Jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir hier die Worker haben, die wir brauchen. 5, 10 plus 12, 22. Plus 26 sind 48. Plus 12 sind 50, 60. 72 Worker brauchen wir. Wir haben erst 40. Okay. Aber wir wachsen ja gerade. Ich würde aber gerne noch ein bisschen mehr Gesundheit kriegen. Kriege ich Gesundheit auch durch, wenn ich noch mehr verschiedene Food-Dinger beitrage. Es gibt zwar Unity, aber gibt es auch Else. Warum kann ich hier nicht drüber gehen? Boah, das sieht aber gut aus, Water und Air Pollution. Hospitals brauche ich halt. Ah ne, das ist Unity. Aber Food war doch gerade auf 12, meine ich. Oder habe ich mich da gerade vertan? Überlegt nämlich gerade, ob ich mal ein Feld hier oben noch mit Fruits mache, um das mal auszuprobieren. Zumal dieses Feld da eh, nee, das irgendwann wecken muss. Oder sollte ich hier Felder machen? Hier könnte ich noch, warum zeigt das Ding wieder kein Wasser an? Wo bist du da? Hier könnte ich ja noch Pumpen aufbauen für Felder. Tree Harvester darf auch noch das mal wegmachen. Weil ich gerade, wenn ich hier hinten, ganz hier hinten Felder aufbaue. Das geht ja alles über U-Shape. Und Fruit, geht das auch über U-Shape? Dann könnte ich das über den gleichen Welt laufen lassen, aber das stockt sich hier auch alles. Und dann würde ich hier die Fruit stoppen. Können jetzt schon nicht alles storen.
Corn Mash. Vielleicht muss ich mal Corn Mash benutzen. Ah, da. Ethanol. Was können wir mit Ethanol machen? Das brauchen wir spätestens für Desinfektion. Dann kann ich damit schon mal anfangen. Eigentlich war ja der Plan, das für Strom zu benutzen, aber ich glaube, das ist nicht gut. Genau. Also, was brauchen wir? Ein Fermentation Tank und Oxygen. Wie groß ist der und wo packen wir den hin? Mal eben was testen. Sollte man ins Pause-Tool gehen. Warte mal. Wo brauche ich den Krempel denn überhaupt? Ich mache Ethanol. Was habe ich gesagt, will ich damit machen? Ich will damit Plastik. Achso, ich kann mit Ethanol Plastik machen. Eigentlich wollte ich ja Plastik mit Naphtha machen, aber ich kann das auch mit Ethanol machen. Aber das hier gibt so wenig Ethanol. Hallo? Kann man das nicht verschieben? Ich muss mal eben diesen Tower hier fixen. Ist das klug, wenn ich das irgendwie hier hinten mache, weil ich weiß noch nicht, wo das Ethanol hin soll. Ich kann es auch hier machen. Hier will ich mir aber eigentlich potenziell die Möglichkeit offen halten, noch mehr Mills oder Mixer hinzusetzen. Oder vielleicht irgendwann nochmal eine Chicken Farm oder irgendwie sowas, was hier Animal Feed benutzt. Deswegen dachte ich eigentlich, gehst du erstmal weiter hier hinten hin. Diese Rampe hat gar keinen Sinn mehr. Die kann eigentlich weg.
Okay. Wir machen das erstmal mit dem Tank hier. Gehen wir erstmal hier hin. Sagen Cornmash und Oxygen macht der Air Separator. Ich hasse, dass die. Ich mache die ständig, dass ich immer nur einen davon brauche. Der braucht das Rote, also muss der das Blaue verbrennen. Und jetzt müssen wir auch wieder Carbon Dioxide verbrennen. Das macht eher Pollution leider. Ich theoretisch hier mal noch mehr herstellen. Machen wir es doch so. Testen wir mal. Wie sich das so auf unsere Produktion oder diese Engpässe hier auswirkt. Eigentlich bin ich von der Idee gekommen, dass die Bells frei sein müssen und ich da noch irgendwie andere Rohstoffe drüber jagen will, aber das ist mir irgendwie auch viel zu gefährlich, dann kommen die nicht an. Was noch ziemlich geil wäre, ist, wenn wir irgendwie hier so Bells runterlegen könnten, die dann oder hierhin oder so, die dann hier direkt an die Stadt gehen. Sowas möglich, wenn ich hier hochbagger? Würde ich ja ewig brauchen, oder? Wir sind hier auf Stufe 2. Und auf 2, hallo? Wieso fängt er dann immer bei 0 an? Das verstehe ich nicht. Sagen wir, wir sehen so hoch gehen. Dann sind wir hier bei 18. Siebenundzwanzig. Wir müssen 45 erreichen. Dann mache ich jetzt mal zwei gerade.
Ah, shit. Nein, zu weit. Das ist echt doof hier drin. Mensch. Weg. So. 26, jetzt 2 gerade auf 27. Und dann von da wieder schräg. Hier ist 45. Das heißt, hier muss 44 noch raus. Und dann müsste man genau hier ankommen. Und dann haben wir hier eine Zweierspur, wo wir zwei Pipes legen können. Und dann fährt er, soll er kein Fahrzeug fahren. Klingt das nach einem sinnvollen Plan? Ich finde das irgendwie gut. Dann sind wir nämlich noch hinter diesen ganzen Wasserdingern. Können hier ein bisschen was für die Stadtbevölkerung anbauen. Ob sich da zwei Fette nebeneinander hochbaggern können. Und mal gucken, ob hier nichts irgendwie dann einstürzt oder so. Aber ich habe ja hier eigentlich Platz gelassen. Hier ist einer. Aber zur Not können wir den Kasten, glaube ich, auch noch einen nach da machen. Oder ganz zur Not hier hinsetzen. Vor die Brücke. Ist auch möglich. Ja, lol, warum fahrt ihr denn damit vollem Gold hin? Scheiße, ich hab zu viel Gold. Kann ich keinen ransetzen wegen der Kante da. Was macht er denn jetzt hier mit eurem Gold? Ja, nix. Abwarten. Ja, ich muss weitermachen. Aber ich habe ja eigentlich die Leute dafür, außer dass hier noch kein Wasser geliefert wird. Und die machen schon dieses Ding. Ach ne, genau da mache ich ja Wasser. Ah, der hat alles außer das Abwasser. Okay, dann produziere ich jetzt auch wieder Wasser. Nur ich mache noch kein Gold daraus. Was macht unsere Maintenance? Da habe ich noch genug. Sehr gut. Okay.
Okay, ich bagger hier auch kein Gold gerade mehr weg. Dann müssten sie eigentlich irgendwann in der Lage sein, das hier reinzuwerfen. Habe ich hier oben noch Vorrat an roten Dingern? Ja. Und an Electronics nichts, aber ich kann zumindest mal einen bauen. Hier sieht es auch soweit gut aus. Kohle könnte ein bisschen besser sein. Ach, da geht, glaube ich, auch viel Kohle drauf. Ja, ich wollte eigentlich hier diese Dinge auch noch ersetzen, ne? Kohle sieht immer noch schlecht aus. Zement sieht auch nicht besser aus. Was mich total wundert, weil wo geht der ganze Zement hin? Ich reiß nicht. So, der Goldmann, darf der mal irgendwann mal was wegbringen? Habe ich hier eigentlich einen Überlauf für Wasser? Gucken, die brauchen 12, 24. Der macht 40 und kann nicht mehr. Brian ist ein Input, okay. Jetzt kann er kein Wasser mehr. Brauchen die denn noch Wasser? Auch nicht. Dann produziere ich ja viel zu viel Wasser. Dann brauche ich hier auf jeden Fall keinen Truck ran. Okay, was machen wir mit dem Wasser? Können wir sagen, keep empty? Weiß nicht. Können wir irgendwas Schlaues mit Wasser machen? Wasserboiler betreiben? Und mit dem Boiler, keine Ahnung. Boah, Nuklearreaktor 288 Wasser. Noch eigentlich sagen, keep empty, ne? Hier geht's gar nicht voran. Weil die auch viel zu weit fahren müssen. Was ich mit euch machen soll, weiß ich auch nicht. Erstmal nichts. Kann ich hier noch mehr ranhängen? Ah, scheiße, jetzt kriegt der hier schon eine Warning. Zum Glück ist da nichts drin. Mal gucken, ob es einkracht. Rote Parts. Haben die das Ding hier gebaut? Noch nicht. Wie sieht es hier hinten aus?
Allzu viel Ethanol habe ich auch noch nicht fertiggestellt. Und ich habe hier immer noch volle Belts. Ja, ihr habt keine Trucks, ist mir klar. Ihr habt keinen Platz, Rock zu dumpen. Das kann doch nicht sein. Hier ist doch überall was ausgebaut. Nee, Quatsch, da bin ich auf minus 1 schon, auf plus 1. Da darf ich nichts machen. So, ich habe genug Leute. Dann könnt ihr auch mal anfangen. Ah, der Smokestack arbeitet eh schon. Auf Exhaust. Das mache ich immer einfach, damit ich direkt auf Anhieb sehen kann, was das Gebäude verarbeitet. Ich habe das Gefühl, hier tut sich gar nichts. Absolut gar nichts. Ja, so, Gold sollte laufen. Haben wir schon unser erstes Gold? Ja, wir haben 12 Gold. Cool, 15. Dann können wir jetzt eigentlich darüber nachdenken, hier den Contract demnächst zu starten und hier Diesel einzufahren. Und ich wollte nochmal das Schiff losschicken zur Coal Mine. Cargo delivern und direkt Kohle noch mitnehmen. 1000 ist ja gar nicht so wenig. Können sie halt nur nicht hier reinpacken, aber ja, dann wird hier hoffentlich weniger rausgenommen. Mega Excavator heißt no reachable. Was habt ihr denn hier bitte gemacht? Wieso könnt ihr das nicht reachen? Die plus 3 hier. Ah. I see. Ey, das Ding ist immer noch nicht fertig. Ich meine, ich habe die 60, aber warum bringt die da keiner hin? Unity ist negativ. Eine Flu ist wieder am Start. Okay. Ich lasse die einfach mal arbeiten mit nur einem Truck. Dann geht das hier schön langsam, aber dann geht mir wenigstens diese Warning nicht auf den Sack. Aber eigentlich brauche ich die Kleinen auch nicht mehr. Ich kann einen, kann ich davon scrappen. So, die müssten hier weitermachen dürfen. Korrekt. Das Schiff ist da. Ach, deswegen geht meine Unity auch runter, ja. Load Cargo. Bring mal die Kohle mit. Wie viel Gold haben wir schon? Oh, das geht echt langsam. Langsam, langsam, langsam. Wie sieht denn das hier aus?
kommt was rein. Hier dreht sich die Tonne. Er hat schon keinen Strom. Wird irgendwo reingekippt. Zack, zack, zack. Und warum kommen denn da nur zwei Dinger raus? Komisch. Ach so, das ist ja die Menge pro 60 Sekunden. Der macht alle 20 Sekunden, ne, alle 30 Sekunden 3, okay. Ja, okay. Läuft aber alles, alles ist wieder stabil, Unity ist positiv. Ich habe die Kohle noch nicht hundertprozentig im Griff. Und ich produziere leider noch keine grünen Dinger. Unser Electronics, aber ansonsten. Wir haben endlich diese Wall hier gefixt. Wir haben größere Cooling Tower gebaut. Wir haben hier den Strom neu gemacht. Ja, Gold, wie gesagt, in Produktion genommen. Wieder einiges geschafft. Leute haben wir auch wieder viele. 88, da kann ich jetzt einmal hier den Cut machen und in der nächsten Folge endlich hier mit dem Cargo Depot starten, mit dem 6er. Wie viel hat eigentlich der hier noch? 9%, okay. Das geht ja noch. Kann ich noch irgendwo kämpfen? Hier haben alle 610, da verliere ich immer gegen. Und die Schiffwaffen kriege ich auch erst mit dem Lab 5. Theoretisch könnte ich das einkaufen, dass ich das habe, aber da kriege ich niemals die Forschung mit und ich brauche, habe ja eh noch so viel zu bauen. Concrete Mixer 3. Dann habe ich hier so eine Assembly Robotik. Die machen noch schneller alles fertig und sehen noch cooler aus. Okay, ein letzter Blick auf unseren Aufstieg, den wir hier machen wollen. Ich glaube, das wird erstmal eine ganze Weile immer wieder nachrutschen. Aber da müssen wir auch nicht so weit fahren. Kann ich noch einen großen bauen? 108, ne, leider nicht. Und hier kommen ja keine grünen an, bis das Ding da unten mal voll wäre. Excavator has no compatible truck. Ach, der kann gar nicht auf den großen laden. Okay, dann kriegst du auch noch einen kleinen dazu, wenn es so sein soll. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier... Boah, Strom 14,7. What the fuck? Da muss ich ja fast schon hier im Wasser nochmal Salzwasser umwandeln in Wasser. Und dann direkt Strom herstellen, also wie hier. Quasi das Setup nochmal klonen ohne Kohle hier. Puh. Ja, ich brauche noch mehr Strom. Vor allem, wenn ich jetzt hier die ganze Diesel-Pipeline mache, oder? Ah, nee, warte mal. Die kosten keinen Strom. Die kosten keinen Strom. Die kosten keinen Strom. Der Großteil davon kostet keinen Strom, das ist schon mal gut. Kostet das Ding Strom? Die kosten 40 kW und die großen hier? 60.
Hey, wir sammeln wieder Kohle an. Dann gebe ich doch mal den einen hier frei. Können wir noch was Tolles mit dem Schiff machen? Boote haben wir eh nicht so viele. Waiting for Material. Wir können hier Gelbe reinladen. Nee. Die hier. 200 Unity, was ist unser Cap? Okay, der hat schon die gelben. Auf geht's, Deliver Cargo. Da darf der Dicke nicht hin. Das ist aber bisschen merkwürdig. Was soll, warum ist hier nur ein so ein Viereck? Das verstehe ich nicht. Was haben wir denn hier für Höhen? Hier voll mache. Kann er dann dahin? Ist jetzt zugänglich für dich? Dicker Mann. Nee. Das mag er nicht. Wegen dem Storage, aber ich will das auch nicht abreißen. Such dir ein anderes Ziel. Will er nicht? Ach, jetzt willst du zu dem. Okay. Ja, toll. Darfst du auch nicht? Jetzt hat er ein neues Ziel. Das wäre echt cool, wenn man den hier noch sagen könnte, dass sie meinetwegen nur die kleinen die Teile beliefern dürfen. Aber das ist mal kurz oder lang ein Problem. Vielleicht muss ich hier die Walls entfernen. Ich weiß nicht, ob die sowieso irgendwas bringen und dann hier nochmal aufschütten. Eventuell auch, ja, wenn ich die entferne, dann geht, glaube ich, alles hier den Bach runter. Oder man setzt hier noch einen hin. Das ist doch sowieso keine schlechte Idee. Das spart jedes Mal ein paar Meter. Ja, Strom hatte ich mir Sorgen gemacht, ne? Ja. Und ich wollte eine neue Folge starten, beziehungsweise diese erstmal beenden. Aber eigentlich kann ich jetzt überall, wo ich Wasser habe, so ein Setup aufstellen.
Das heißt, ich kann das eigentlich stumpf hier oben hinpacken, bis wir dann irgendwann auf Kernenergie oder Solarpanels oder irgendwas gehen. Dann kriege ich den Strom, falls es notwendig ist. Truck cannot reach. Welcher Truck denn? Der hier. Wo möchtest du hin? Wieso möchtest du zu dem? Ach, wegen dem. Warte. Wegen dem Goldscrap oder warum? Nee, wegen dem Sand. Hä? Habe ich überhaupt ein Sand? Depot da. Hier unten kommt Gold rein. Ich glaube, hier wollte ich Sand hinmachen, ne? Die haben gar keinen Sand. Witzig. Das machen wir noch diese Folge. Reicht das so? Ich werde mir das nie merken können. Sand. Keep full. Jetzt habe ich immer noch den Truck hier drauf stehen. Truck Import sollen die sowieso nicht machen, alle off. Jetzt auf Auto oder auf Off-Farbe ist egal. Da ist Sand. Deswegen habe ich auch so wenig Gold. Deswegen läuft das auch so schlecht. Warum gehen jetzt diese Zeichen hier alle an? Ah. Warte, was? Hat er da schon. Warum ist er hier so komisch vorgeparkt? Solarzellen brauche ich dafür, habe ich aber nicht. Boah, haben die das schnell voll gemacht? Krass. Wo haben die denn den ganzen Sand her? Haben die den jetzt irgendwo hier rausgenommen oder was? Okay. Weil ich da keinen Keep Full drauf habe. Und der kriegt den Sand über diese ganzen Crusher, die hier am Rock angeschlossen sind. Okay, dann sollte der schnell wieder voll werden. Cool. Kohle wird langsam wieder. Ich glaube, ich kann den zweiten Belt, wenn ich den öffne, dann muss das Ding aber voll werden. Dann hole ich hier noch einmal, wo ist mein Schiff? Mein Schiff ist hier oben. Oh, ich habe gar keine gelben mehr, krass. Wofür habe ich die denn wohl alle ausgegeben? Ich habe schon 100 Mal gesagt, ja, ich wollte die Folge beenden. Jetzt mache ich es auch und ja, ich hoffe, ich kann in der nächsten Folge das Cargo Depot hier starten und die Power in den Griff kriegen. Seid gespannt und dann traden wir unser hart verdientes Gold weg. Ich bin nur gespannt, wie lange das gut geht, weil irgendwie habe ich das hier gefühlt viel, viel schneller abgebaut, als ich das eigentlich wollte. Aber ich glaube, am Anfang waren das nur so Fitzel und wenn man wirklich hier in den hohen Berg geht, dann wird das noch einiges langsamer werden. Also in dem Sinne,
Haut rein, bis denne.